Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Frohe Weihnachten. Unsere treuen Begleiter auf dem Kanal, die wissen es längst. Zu Heiligabend gibt es unsere Outtakes, also Neudeutsch, die Szenen, die es gerade nicht gepackt haben in die Videos oder wo auch mal mit dem Augenzwinkern was schiefgegangen ist. Für alle Neuen wird es hoffentlich eine freudige Überraschung. Mal schauen. Üblicherweise nutze ich dann auch die Gelegenheit, mal ein paar persönliche Worte zu sagen, mich in erster Linie zu bedanken. Das ist mir eigentlich das tiefste Bedürfnis an dieser Stelle. Jetzt gibt es in unserem Kanal, tatsächlich in unserem Team, immer wieder Leute, die sagen, jetzt red nicht so lange vor den Outtakes, wir wollen die Outtakes sehen. Du bedankst dich immer, machst mir, ja, es ist mir einfach ein tiefes Bedürfnis. Und jetzt haben wir uns so geeinigt, dass ich am Jahresende einen Rückblick machen kann und da werde ich mich dann nochmal ausführlich bei all denen bedanken, die uns einfach helfen. Ohne die es die Videos gar nicht gäbe. Ohne die es dann auch keine Outtakes gäbe. Und diese Kamera nicht gäbe. Das ist ja alles von also die Leute drücken am Ende der Videos mal unseren Spendenbutton oder sie kaufen Bücher in unserem Shop oder sie helfen uns in irgendeiner Art und Weise. Sie lassen ein Abo da, wodurch wir mehr Impact haben und natürlich dann leichter Drehgenehmigungen bekommen und all diese Geschichten. Also, okay, bevor ich jetzt wieder loslege, wir machen einen Jahresrückblick am Ende. Einstweilen, viel Spaß mit den Outtakes. Ja, herzlich willkommen bei, wobei was? Ach so, bei hier. Wir sind ja hier. Also wir sind immer hier. Also da, wo wir sind, sind wir ja. Herzlich willkommen zu Mikro einschalten. So, jetzt aber. Herzlich. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. An der Sternwarte in... Geht das schon gut los. Begrüßung bitte. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Und herzlich willkommen bei... Wie haben wir es genannt? Outtake! Omega Centauri. Wer bin ich? Wo ist das Universum? Ich hätte schon wieder Alpha Centauri gesagt. Du wirst es sehen, wir machen noch Alpha Centauri. Wir machen Alpha Centauri wieder. Irgendwann machen wir wieder. Ja Gott, ich bin wie Heinrich Lübke. Ich freue mich hier zu sein in, wo sind wir hier? Wolfenbüttel, lieben Wolfenbüttlerinnen und Wolfenbüttel. Willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln, weil ich erstmal gar nicht weiß, was ich aussprechen möchte. Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde, zu einer neuen... Ich vergesse immer Urknallwelt und das Leben, aber ja. Herzlich willkommen zu Urknallwelt und das Leben und zu unserer neuen Reihe Satellitenbau. Da werden wir gleich nachlegen. Wir haben nicht vorgelegt, da müssen wir auch nicht nachlegen. Herzlich willkommen bei Urknall... Das war zu schwungvoll. Hallo und herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir freuen uns, dass Sie heute... Stopp. Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde. Ich muss mich erst warm reden. Herzlich willkommen bei Urknall. Geht schon wieder gut los. Gut, wir machen heute mal ein Video. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und bei Omega Centauri. Ach, Omega Centauri, das sind doch alles, es ist immer dasselbe. Ja? Also, herzlich willkommen, lieber Ast. Ja doch, war ja richtig. Manche setzen sich ab wieder, andere setzen neu an. Ja? Ansatzweise, ohne Ansatz. Also kann ich mich, wie weit kann ich mich denn nach oben bewegen, ohne dass du Pickel kriegst? So? Das geht noch, ja. Das geht noch, also. Ja, ich könnte aber auch so runtergehen. Ja. Muss ich ja nicht. Obwohl ich ein bisschen tiefer eindringen werde ins Interstellarmedium, muss ich ja nicht. Ja gut, dann wollen wir mal, ne? Also, ich frage nur noch mal, sind Sie soweit? Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde. Nochmal. Was jetzt kommt, ist nicht ganz einfach. Herzlich willkommen bei Alpha bis Omega. Ne, wie war das? Omega Centauri, so hieß es. Scheiße. Gott, man hat so viel schon für das Alpha bis Omega war eine ganz andere Geschichte. Ja, ist aber auch, war aber auch schön. Meine Güte. Omega Centauri. Ja. Die Intro war gut.
Dann fangen wir beim Interview direkt an. Herzlich willkommen beim Urknall Weltall und das Leben und dem Seitenkanal gewissermaßen Omega Centauri. Ja. Die miteinander, habe ich schon gesagt, die gekoppelt sind, nochmal. Es ist eine Gleichung, die Feldgleichung. Was für ein Hallproblem haben wir hier eigentlich? Hallt es hier? Haben wir eine Rückkopplung? Nee, nicht mehr. Weil jetzt hier klingt es an dieser Ecke hier so, klingt es so. Ich kann da hingehen, ich habe das Mikro ausgeschaltet, es geht wieder. Es hallt trotzdem noch. Halt. Wusste ich doch, ja. Das ist, weil ich nehme meine Tür offen. Okay. Und hat darüber vorgetragen. Das war doch alles gut. Nochmal von vorne. Ich will nicht schon wieder sagen, hier habe ich Ihnen ein Bild des kosmischen Mikrowellenhintergrunds mitgebracht. Das habe ich jetzt bei allen Videos gesagt. Das ist das Elektronenmodell. Es gibt ein anderes Modell, das ist die sogenannte Bremsstrahlung. Das ist also die Teilchen. Ist das Bremsstrahlungsmodell. Wisst ihr, das ist das Bremsstrahlungsmodell, dass ein Elektron an so einem Kern vorbeifliegt. Ich kann ja einen Spiegel nehmen, da kann ich ja umsetzen. Das Bremsstrahlungsmodell hat sich wieder von alleine angeschaltet. Ich nehme an, das Mikro hat sich angeschaltet in dem Moment, wo das Telefon da geklingelt hat. Ja? Ja? Weil hier ist auch aus. Jetzt könnte man natürlich sich. Ja. Gut, das waren jetzt meine Kommentare zu den Kommentaren, die in diesem Kommentaren hier abgelassen wurden. Das war schlecht. Das kann gar nicht sein. Björn sagt, kann nicht sein. Björn. Wenn Björn sagt, kann nicht sein, dann ist das. He's a man. Und wollen euch mitnehmen, einfach mal und einladen, einfach mal reinzuschauen, wie sowas entsteht. Und wie sowas entsteht. Ja, genau. Weil das Feld mit den geladenen Teilchen mitgetragen wird. Der Sonnenwind unterhält seinen eigenen Antrieb. Oh, das ist eine ganz schlechte Formulierung. Das versteht kein Mensch so. Schnitt. Ach. Ich dachte, das wäre derselbe Fehler. Oh Mann, ey. Nein, ich nochmal von vorne den Quark. Ah! Gut, wir kriegen das hin. Jetzt ersetzt durch das Vorhandensein dieser pinkfarbenen oder rötlichen Bubbles. Also, die sind natürlich nur im Bild rötlich, die sind nicht da draußen rötlich, das lassen wir weg. Mitgebracht ist doof, das ist wie liebe Kinder. Liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch auch was mitgebracht. Das Problem ist, dass das Mikro zu weit runter ist. Ich mache alles, wenn es nötig ist. Ne? Das ist ja irre. Ich mache alles, wenn es nur der Sache dient. Ich habe es jetzt hier ein bisschen runtergedreht. Drehen wir es ein bisschen runter. Ich kann lauter sprechen. Und die Temperaturfluktuation im kosmischen Mikrowellenhintergrund, die können wir eben genau dadurch detektieren, dass das Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Und die Temperaturfluktuation im kosmischen Mikrowellenhintergrund, die können wir eben genau dadurch messen. Bestimmt nicht. Ja, da fehlt mir das Verb, deswegen geht es nicht weiter. Irgendwann gehen wir mal in ein Fußballstadion und ich nehme irgend so ein Megafon, das ist das Beste. Irgendwie, ja. Ich war neulich in der Elbphilharmonie, da hat man eine Akustik, da kann man akustisch, da braucht man gar kein Mikro. Also, um zurückzukommen. Zum gefühlten 50. Mal. Eine amerikanische Wissenschaftler. Okay, ausblenden.
Heute wird es um die Venus gehen. Was geht es eigentlich hier bei der Venus? Ah ja, die Rotation und die Höhenangabe. Oh Gott, jetzt am Schluss wird es albern. Kontrainduktiv ist, sagt man das? Heute geht es um die Venus. Also, das ist. Was ist denn los jetzt hier mit dir? Hallo? Oh Gott, ich stelle mich hier irgendwie blöd an gerade, ich weiß auch nicht. Wo wolltest du hin sein? Ich muss nach links zeigen, damit ich hier die Mitte habe. Eigentlich müsste man doch so drauf gehen. So. Trägt jetzt vor über dieses Thema. Viel Spaß. Stellen wir uns daher vor und wir nehmen nun mal an, dass. Nochmal. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt mal das Video und schauen uns mal genau an, wie sich hier diese Staubwolke ausbreitet bei Dimorphos. Schön. Wieso hat es nicht funktioniert? Okay, interessant. Geht nicht. Vorhin hat es doch funktioniert, ne? Guck, der geht dann auf die nächste Folie. Muss ich hier? Kann ich da mit dem Cursor hin? Wo ist denn mit dem Cursor? Auf den Monitor. Weil normalerweise hast du so eine Toolbar, wo du dann den Film starten kannst. Ah, siehst du? Musst du machen. Nein, nochmal. Und sozusagen einfach der Schluss von n auf n gleich 1. Einfach der Schluss von n gleich. Verdammt. Einfach der Schluss. Von der Strahlung, die durchgelassen ist. Durchgelassen wird, vielleicht fange ich nochmal an. Irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt heute, sorry. Aber den Weltraumtourismus hoch zu halten und ein bisschen Eindruck zu erwickeln, Ich fange mal ganz von vorne an. Also nicht ganz vorne, aber. Wenn wir Temperatur messen, nein. Wir werden erst 3 Jahre später wissen, dass. Was werden wir erst 3 Jahre später wissen? Nochmal. Ja. Heute spricht Harald Lesch über den völligen Unsinn astronomischer Forschung angesichts der Tatsache, dass die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, also. Soll ich nochmal was sagen? Erstmal grundsätzlich Gravitationslinsen, das ist das englische Wort. Jetzt befinden wir uns in der Eingangshalle, Lieber Björn, ab dem Spruch mit Einstein-Kreuz, Einstein-Ring einfach weglassen. Wir kommen nochmal später darauf zurück. Vielen Dank. Tschüss. Oh, das ist gut, ja. Egal. Auch hier abgeschnitten, das finde ich gut. Soll ich mal die Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen? Also es ist folgendermaßen. Sollte mal wieder irgendwas nicht so ausgesteuert klingen, dann liegt es nicht am Josef. Es liegt an mir, weil ich mich mal wieder so aufrege wie Gernot Hassknecht. Und weil du immer auf den Tisch klopfst. Ja, und weil ich immer auf den Tisch klopfe. Aber ich will das eigentlich gar nicht. Aber ich meine, der Tisch ist da. Zu was sind denn Tische da, wenn ich mal drauf geklopft werden kann? Verdammt nochmal. Ja? Also jetzt mal unter uns. Wir sind doch unter uns. Wir können dann mal drüber reden. Also, und ich meine, wir reden über so wichtige Themen. Da kann es eben schon mal passieren, dass ich da übers Ziel hinausschieße. Ja? Also sowohl nach oben, also das nach oben, oder aber ich werde dann zu laut. Und das kann der gute Josef natürlich hin gar nicht abfangen. Ich kann natürlich auch eher so Vorträge halten, wo ich dann ganz fest gemauert in der Erde hier stehen bleibe und möglichst unbewegt darüber spreche, wie unheimlich toll das ist, was wir da im Universum so herausgefunden haben. Ich kann das ja jetzt mal probieren. Also ich mache jetzt herzlich willkommen
Das ist jetzt mal eine ruhige Variante. Wir lassen jetzt am besten unten mal so ein Band durchlaufen. Harry beruhigt. Ich probiere es mal. Ja? Wenn es nicht klappt, dann gut. Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben und bei Omega Centauri. Hab ich es irgendwo hingeschrieben? Ich habe es im Titel reingeschrieben. Entschuldigung. Aber nur auf der zweiten Folie deshalb, genau. Die verstehe ich nicht. Nächster. Das erzähle ich euch nicht. Das schneidet mir der Björn sowieso wieder raus. Also, was wollte ich Ihnen eigentlich sagen? Genau, herzlich willkommen bei Omega Centauri. Das kann ich jetzt mal so sagen. Herzlich willkommen bei Omega Centauri und natürlich im Kanal Urknall, Weltall und das Leben. Ich hoffe, ihr sorgt auch dafür, dass die Abonnentinnenzahlen ordentlich ansteigen. Das tut dem Kanal gut und den Abonnierenden natürlich auch. Das ist ein schöner Begriff. Die Abonnierenden. Das sind die, die das Abo machen. Das sind die Abonnierenden. Herrlich. Ja, also. Ziemlich guter Vortrag. Abgesehen von den Äs, die ein Informationsgehalt von Null haben, deshalb unterlassen werden sollten, nicht nur in diesem Vortrag, sagt Walter Götzenberger. Da hat er absolut recht, aber das Problem ist natürlich mit den Äs und Ms und Füllworten, dass die Sache des Redners der Rednerin sind und ihr habt ja schon einiges kennengelernt in der Form. Auch ich habe da öfters mal das ein oder andere Ä oder andere Füllwort. Letztendlich oder letzten Endes, glaube ich, war auch mal Mode bei mir. Man tut, was man kann. Manchmal hat man einen guten Tag, manchmal nicht. Und wir arbeiten dran. Ja, damit bin ich soweit durch. Und heute möchte ich euch im Prinzip mit... Damit bin ich... durch mit der 42, genau, damit bin ich durch. Hyper Supreme, genau. Ich versuche mal was, okay? Gut, so. Ja. Und auch diese Zahl ist verschwindend gereinigt. Verschlagwortung wäre Rhetorik, S und... F ist dann proportional zum umgekehrten Abstand zum Quadrat. Nee, invers. Iter wird in der riesig großen Iterwand solche Tritium... Also zwei Objekte, eines mit ungefähr 780 Kilometern Ausdehnung und eines, das kleinere, mit 165 Kilometern etwa. Nicht Kilometer. Nein, nicht Kilometer, Meter. Okay. Nee, es gab da mal den Witz, dass irgendwie Kosmologie auf diesem Kanal mit Obst erklärt wird. Und dann hat irgendjemand angefangen mit Gemüse, oder? Also bei einer weit entfernten Galaxie ist es natürlich die kosmologische Expansion, die kosmische Expansion. Und die Photonen, die zuvor die ganze Zeit durch die Gegend geschubst wurden, können nun... Und die Photonen, die nun die ganze Zeit... Okay, ich mache den Satz nochmal. Damit sind die freien Ladungen und... Vorher dachte, würde man nicht mehr glauben, würde man nicht mehr brauchen. Entschuldigung, ich rede gerade irgendwie Blödsinn. Kreuz und quer durch die Gegend geschubst wurden. Der europäischen Weltraum... Betragen etwa... Nee, das ist nochmal betragen. Betragen ist zweimal betragen, ist doof. Ist nichts weiter aufgefallen. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir noch einen machen? Ja. Was haben wir denn? Ja? Bist du ein Stück trinken vorher? Oder? Ja, bitte. Ich brauche schon immer wieder mal was. Ja, ich jetzt auch. Gut. Wasser oder ein Schuss Tee mit drauf? Ist nicht so leer. Leer. Nee, Wasser. Wir haben mit dem Schluss Tee. Gib mir einen Schluss Tee. Ja. Danach allerdings wurde klar, im Jahr 1998 wurde klar,
Und das Beste kommt zum Schluss. Kommen wir nun zu Frage Nummer 6. Kann man mit der Raumkrümmung der speziellen Relativitätstheorie, das will ich sehen. Okay. Zu Fuß ist schneller als durch den Wald. Vollkommen unterschiedlichen Richtungen ja Strahlung kommen, was aber sich ja als dasselbe, also sensationell schlecht erklärt heute. Okay. Wie komme ich jetzt auf fröhliche Weihnacht? Komisch. Fröhliche Weihnacht? Habe ich eben gesungen. Fröhliche Weihnacht überall. So. Unglaublich. So, Chef. Wenn ihr Fragen, Kommentare etc. habt, wie immer. Moderation. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ich kann eigentlich noch mal was, ist auf mich noch eingestellt, ich kann noch mal was zum Ausblick sagen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kleinen Einblick, nein, bla, fake. In diesem Sinne. Das war jetzt Zen, glaube ich. Oder auch nicht. Brauchen wir noch irgendein schönes Schlusswort? Okay. Viel Spaß. Tschüss. Dann haben wir es jetzt.